Position für mein Zeug hier. Mein Zeug hier. Mein Kamerastativ, wollte ich sagen. Mein Zeug hier. So, schauen wir mal. Es muss ja halbwegs. Wäre ja cool, wenn man ein bisschen sieht, was wir hier machen, ne? Es geht um diese Ecke hier. Das Chaos. Da ist viel Chaos. Hinter der Tür. Ihr seid quasi ja, dabei, wie ich jetzt aufräume. Ich zeige euch mal das Chaos so ein bisschen. Die Ecke ist das. Ich muss mal das Stativ anders hinstellen. Das wird nicht halten. Okay. Okay. Hallo Mira, schön, dass du da bist. Ich habe keine gute. Huhu, Emine. Ich habe noch keine gute Position für meine Kamera gefunden. Sorry für das Gewackel. Ich stelle euch gleich schön hin und dann geht das alles gut. So, schauen wir mal, ob das. Wie das so funktioniert. Hätte ich mir auch mal vorher überlegen können, ne? Naja, gut. Dann wackel ich mir halt erstmal einen zurecht hier, bis alle da sind. Oh, das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass das so kompliziert ist. Uah. Wow. Seid ihr schon seekrank? Wisst ihr was? Wir machen das anders. Ich stelle euch einfach hier nach unten. So. Bisschen höher vielleicht. Jetzt seid ihr so auf Bubhöhe. Das ist ja auch doof. Ah, ihr wollt ja nicht nur die ganze Zeit mein schönes T-Shirt sehen, ne? Ihr wollt ja auch vielleicht ein bisschen mich sehen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Je nachdem, wer gerade so zuschaut. Das weiß man ja bei YouTube immer nicht, bei den Livestreams, wer da alles so zu Gast ist. Ich krieg gleich einen Anfall mit diesem Stativ hier. Hey, Feier! Ich bin motiviert. Hey, Wavy Hair Diary. Ich bin motiviert. Hallo, Lanisa. Ich finde nur kein Plätzchen für euch, das nicht irgendwie zu tief oder zu hoch oder schief ist. Das hat man davon, wenn man aufräumen will. Genau. Aber ich muss ein bisschen, ihr habt euch das ja gewünscht. Und ich möchte natürlich auch den Wünschen meiner Community ein bisschen nachkommen. So, mal gucken. So vielleicht? Ist nicht optimal, aber
Ja, gut, wir fangen einfach mal an. Hier, das ist von einem kommenden Haul ein Produkt. Also, ja, ich weiß gar nicht. Die Verpackung muss man nicht mehr aufheben, oder? Ich will es eh nicht zurückgeben. Also, das ist schon mal Papiermüll. Hallo Fabienne. Ja, ist der Ausschnitt so in Ordnung? Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Ich könnte meinen Tisch hier ausziehen. Und euch da hinstellen. Das finde ich gut. Ja. So machen wir das. Genau. Fandet ihr es echt gut? Ich finde es so besser. So, jetzt können wir anfangen zu sortieren und wegzuschmeißen. Ich bin ganz heiß drauf, ganz viel wegzuschmeißen. Ich habe hier einen Müllsack. Ich habe hier eine Tüte mit Sachen, die wir aufheben. Und was haben wir hier? Hier haben wir schlechte Clip-in-Extensions. Nein, ich habe niemanden umgebracht. Das sind sehr, sehr schlechte Haartressen. So Plastikhaare, die ich mir mal bestellt habe, weil ich dachte, ich benutze die. Ich habe sie nie benutzt. Und jetzt ist es ein so ein Filzknäuel geworden. In lila und braun. Die Farbe ist gar nicht schlecht, ne? Aber die Haare, die glänzen halt so und dann sieht man sehr schnell, dass die unecht sind. Ah, ich glaube, die schmeiße ich weg. Oder meint ihr, das will noch jemand haben? Ich stelle es mal auf die Seite und ihr beratet euch mal, ob wir das wegschmeißen oder behalten. So, diese Box hier, die behalten wir auf jeden Fall. Das ist eine der wenigen Glossy-Boxen, die ich noch habe. Die ist mit einer kleinen Rakete und dem Universum. Und die behalten wir auf jeden Fall. Die ist nämlich ultra niedlich. Die will ich nicht weggeben. Dann sind hier die Geburtstagsgeschenke für Herrn Muffin. Das sind seine Geburtstagsgeschenke. Die muss ich mal in den Geschenkeschrank tun. Die gehören hier gar nicht hin. Die habe ich da nur hingetan, weil ich zu faul war, ins Schlafzimmer zu gehen. Upsala. Ups. So. Ja, kann man zu Halloween vielleicht gebrauchen, aber ich auch selbst dann, obwohl, stimmt, zu Halloween, stimmt. Es gibt gute Echthaarteile zu kaufen. Ja, also Echthaar sind schon gut, aber die sind dann halt hier auch mucho dinero, ne? Die sind dann richtig teuer. Hallo Rina. Stimmt. Für Cosplayer, vielleicht setze ich die bei eBay Kleinanzeigen rein. Ich versuche sie erst zu verkaufen, die Haare. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn die keiner mehr haben will, dann schmeiße ich sie weg. Vielleicht, ja. Dann haben wir hier Herr Muffin Xmas Geschenke. Ja, ich habe schon die Weihnachtsgeschenke für meinen Freund gekauft. Nennt mich verrückt, aber ich habe sie schon. So. Dann haben wir hier ganz viele Spinnenweben. Eklig. Diese ganzen Spinnenweben. Man sieht, ich war länger nicht hinter dieser Tür. Hier hätten wir ein paar Spinnenweben. Gratis. Zu verschenken. So. Ja, alles, was man nicht braucht, weg damit. Das stimmt. Genau.
Ja, Herr Maffin hat ja nächsten Sonntag Geburtstag am 17. Ja, da hat er Geburtstag. Und dafür habe ich schon die Geschenke. Und für Weihnachten habe ich dann gleich mitbestellt. Das war so ein Abwasch. Ja, cool, Emine. Das ist richtig gut. Das ist richtig. Aussortieren tut auch gut. Hier haben wir so eine kleine My Little Box Schatulle für Schmuck. Die hebe ich mal auf. Die kommt zu der Glossy Box. Dann haben wir hier meine Reisetasche. Meine super geile DKNY Donna Karen New York Reisetasche. Die liebe ich. Die war auch schon mit mir in Berlin. Und das ist mein Schätzchen. Die habe ich mal bei TK Maxx gekauft. Die kommt auf jeden Fall die nicht weg. Die bleibt. So. Gut, läuft gut mit dem Aussortieren. So, was haben wir hier? Ein Wrestling-Armband. Das kann ich ja mal über eBay Kleinanzeigen vielleicht jemandem schenken, der da Bock drauf hat. So. Das war eBay Kleinanzeigen, war hier mit den Haaren und so. Das tue ich mal damit dazu. Dann habe ich hier drei Lippenpflegestifte. Den Labello würde ich gern behalten. Und der Rest kommt, glaube ich, mal in Tauschpakete. Wobei Tauschpakete sind auch so übersättigt mit Lippenpflegestiften. Ja. Wir gehen schön essen beim Asiaten. Hallo, Riona McGee. Wir gehen schön essen mit Mama Muffin und Herr Muffins Mom. Genau. Ja, auszusortieren, wenn man erstmal drin ist, macht Spaß. Lanisa kommt gerade vom Sport. Das entspannt dich, wie ich aufräume. Sehr cool. Den eBay-Stapel kann man gut hinter der Tür hochstapeln. Da ist gleich Platz. Genau. Ja, habe ich mir auch so überlegt. Aber jetzt kommen wir auch zu Sachen, die wir schön wegschmeißen können. Was haben wir hier? Das sind Eyeliner. Das sind alles Eyeliner. Und Eyebase. Und Eyeliner. Die behalte ich mal. Dann sind hier noch so Hello Kitty Sticker. Die sortiere ich auch erstmal in das Trash. In den Trash-Bereich aus. So, das behalten wir. So, jetzt kommen wir zu so einer Geschichte hier. Das sieht nach viel Müll aus. Oh, eine süße Schleife. Die behalte ich. Ein leeres Namensschild von meinem alten Arbeitgeber. Das ist sowas von Müll. Sowas von Müll. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weg damit. Ein Handschuh. Ob wir den anderen noch finden, was meint ihr? Ich lege den erstmal zur Seite. Dann hier nochmal so Wrestling-Merch. Das kommt da zum Wrestling-Merch. Dann haben wir hier 100 Jahre alte Lipglosse und Lippenstifte. Die brauche ich gar nicht aufmachen. Das ist Müll. Die liegen da hinter der Tür. Seit wir hier wohnen, seit 5 Jahren. Und ich habe sie nicht einmal angefasst. Das ist alles Müll. Washi-Tape. Klebt das noch? Oh, tatsächlich. Das können wir behalten. Ein Stift. Noch ein Stift. Kladderadatsch, Kleinkram. Was ist das? Das sieht aus wie irgendeine Speicherkarte oder so, ne? Das schmeiße ich mal lieber nicht in Müll. Wer weiß, wer unseren Müll sich anguckt. So, das, diese Einlage und so, das packe ich da alles mal in einen so einen Haufen und das schmeißen wir weg. Sehr schön.
Dann wische ich. Habe ich noch einen sauberen Lappen hier irgendwo? Den Spinnenwebenlappen habe ich hier noch. Da wische ich einmal durch die Aufbewahrungsbox hier durch. Dann haben wir nämlich eine freie Aufbewahrungsbox. Und da können wir Sachen reinsortieren. Oh ja. So. Handschuh auch weg. Den hast du bis heute nicht vermisst. Also weg damit. Oh Mann, aber der ist... Ja, okay, ihr habt recht. Ja, also der Handschuh kommt auch in Müll. Wenn wir den zweiten noch finden, ärgere ich mich. Egal. Ich trage eh nie Handschuhe. Nie! Warum habe ich den? Hast du es ein Jahr nicht vermisst? Gib es weg. Ich misste alle 3 Monate aus. Wow, alle 3 Monate ist wow. Ich habe es jetzt nach 5 Jahren, habe ich jetzt eine Rappe gekriegt. Den zweiten Rappel. Also, und die Ecke ist nicht drangekommen beim letzten Rappel. Also sagen wir mal, 5 Jahre ist die Ecke da und ich müll die langsam voll und die Tür ging nicht mehr richtig auf. Ja. Ihr wollt nur, dass ich alle meine schönen Sachen wegschmeiße. Ihr seid gemein. Hier ist ein Shampoo, das habe ich neulich als Geschenk bekommen. Das ist noch gut, das behalten wir. So, dann haben wir hier noch was Trashiges, also für ein Trash-Paket. Das ist aus der My Little Box, so ein Tablett, das aussieht wie irgendwas Anatomisches und es hat so eine ganz komische Oberfläche. Also, ja, gar nicht meins. Gar nicht meins. Da könnte man vielleicht so Räucherstäbchen, Räucherkegel drauf anzünden oder so, aber das mache ich auch nicht. Also, naja. Das ist auf jeden Fall auch Trash. Hier dieses Do what you want. Aus Klatter wird Kunst. Ein Tablett für alles. Minimalismus ist nicht dein Ding. Und manchmal nimmt das Chaos überhand. Nein, damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Ist schon wieder Weihnachten? Ja, wunderbest. Einer ist wieder abgeschmiert. Ach, das ist der, der immer abgeschmiert ist. Ja, der gehört eigentlich ins Schlafzimmer. Da sind nämlich meine Weihnachtshaarreifen. So. Ja, bleib noch ein bisschen. Du kannst später duschen und Haare waschen. Die anderen sind immer pro Wegwerfen. Ja, das stimmt. Ja, eigentlich hattet ihr eine gute, habt ihr gut abgestimmt, dass wir heute aussortieren. Ja, wir befreien uns zusammen. Ja, sehr schön. Und entfalten. Ja, ja. Ja, das ist sehr schön, sehr schön. Ja, das passt zu den Weihnachtsgeschenken, ne? Habe ich selber mal geschenkt bekommen von der lieben Lydia. Oh, sie fehlt mir so. Aber ich sehe sie bald wieder. Ah, da ist sie! Guck mal, da denke ich gerade an dich, da ist sie. Die Make-up-Mieze. Hallöchen. Schön, dass du auch da bist. Hallo Sabrina. Ja, aussortieren, Emine, aussortieren ist schwierig, aber machbar. Was haben wir hier? Das sieht mir nach einem Büdel aus. Ah, das ist mein, der ist noch nicht so lange hier. Das ist mein Care Bear-Büdel. Das ist hier mit Glücksbärchenbeutel. Der Glücksbärchenbeutel bleibt definitiv. Den gebe ich nirgendwo hin. Hallo Bianca. Ja, eine Weihnachtsbox ist eine gute Idee. Hallo Luma. Schrei doch nicht so. Ich freue mich auch, dass wir live sind, alle zusammen. Ja, eine Weihnachtsbox. Apropos Box. Hier steht eine, da ist Nagellack drin. Das können wir jetzt mal vielleicht als Weihnacht... Oder die hier unten steht noch eine Kommode. Vielleicht machen wir da eine Weihnachtskommode drauf. So, die Vorhänge sollten schon längst an den Fenstern hängen im Schlafzimmer. Oder hier im YouTube-Ankleide-Schminkzimmer. Aber Herr Muffin hat es noch nicht geschafft. Dann muss ich ihm die wohl mal irgendwo dekorativ hinstellen, damit er die mal tauscht.
Weil ich darf mit dem Fuß momentan nicht auf die Leiter. Das wird nichts. Aber die Vorhänge, die wir hier im Zimmer haben und im Schlafzimmer, die sind einfach zu dünn. Da kann man durchgucken, da fühle ich mich nicht wohl. Oh, ich habe wieder was zum Wegschmeißen gefunden. Eine Taucherbrille, die ich nie getragen habe. Ja, die kann schon mal weg. Bianca, online, du hast Hexenschuss, gute Besserung. Alles gut, Luma. Ist nicht schlimm. Ja, genau. Ich werd sowas irgendwie, sowas wie auf seine Betthälfte legen, irgendwie sowas Dezentes werde ich machen. So, hier haben wir meine Ed Hardy-Tasche vom Flohmarkt. Da haben wir noch eine Capri-Sonne drin. Wie lange ist die abgelaufen? Gar nicht. Die ist noch bis August haltbar. Super. Da kann ich Herrn Maffen eine Capri-Sonne geben, denn wie viel, was hat denn so eine Capri-Sonne an Kalorien? 200 Milliliter. Ach, das geht eigentlich. Das sind knapp 70 Kilokalorien. Vielleicht trinke ich die auch selber, aber nicht jetzt. Ich habe jetzt keinen Durst. So. Aber das ist meine Ed Hardy-Tasche. Auch die geht nirgendwo hin. So. Was haben wir hier noch? Eine Kulturtasche. Oh yeah. Mit Lippenprodukten. Sollen wir mal zum Spaß an einem riechen? So, also die... Mal gucken. Oh, der riecht aber noch nach Beeren. Der riecht noch gut. Und der? Nee. Der riecht nicht mehr gut. Ach, scheiß drauf. Wir schmeißen sie alle weg. Alle weg. Alle Lippenstifte weg. Weg, weg, weg. So. Hier haben wir noch Rasierklingen für einen Rasierer, den ich nicht mehr habe. Den Wilkinson Lady Protect Tor. Hat den jemand von euch? Möchte jemand die haben? Ich hätte welche abzugeben. Oder ist der Rasierer hier noch drin? Nein, der Rasierer ist hier natürlich nicht mehr drin. So. Das kommt hier raus. Die Kulturtasche ist aber noch schön. Die behalten wir. Die Tendenz, dass ich Taschen behalte, wisst ihr, kennt ihr schon von mir, ne? Ja, ich denke auch. So, meine, ich glaube, die war mal von Chivo. Meine Kulturtasche. Was haben wir hier noch? Eine Simpsons Kulturtasche. Oh yes, da haben wir Nagelprodukte drin. So. Hallöchen Ella. Ja, ich glaube auch, dass Herr Muffin es nicht verstehen wird, wenn ich ihm das nicht sage, was ich möchte mit den Vorhängen. Aber nicht, weil er das böse meint, sondern weil er da nicht drüber nachdenkt. Also, naja, mal gucken. Plastikstrohhalm. Ich guck mal. Nein, ist schon Papierstrohhalm. Das sind die Bilderrahmenregale von Ikea, genau. Ja. Ja, Taschen behalten auf jeden Fall. Alle Taschen zusammenpacken und in die Kulturtasche. Ja, wobei ich glaube, ja, das können wir auch machen. Hier habe ich halt so... Nagellackentferner drin von Herzlack. Den wollte ich noch ausprobieren. Das machen wir auf jeden Fall. Die Tüte liegt da auch noch nicht so lange. Dann sind hier noch
Ober- und Unterlacke, so Backup-Ober- und Unterlacke, die behalten wir auf jeden Fall von Kiko. Es ist noch nicht so alt. Die behalten wir definitiv. Oh, Mäuselein. Wer hat dich denn da verbuddelt? Hab ich dich da verbuddelt? Das war aber nicht nett von mir. Nein, nein, nein. Du gehst nirgendwo hin. Du bleibst schön hier mit deinem schönen blauen Kleidchen. So, jetzt haben wir hier ein CD-Deo. Das ist aber, glaube ich, fast leer. Das kann mal weg. Plastik. Oh, diese. Oh, Entschuldigung. Diese Horror-Nagelfolien von Trendelab. Die sind schön, aber die sind so kacke. Wenn die mal ausprobieren will, ich tue die ins Trash. Nein, das stimmt, Lydia, du hast absolut recht. Handschuh muss weg, ja. So, und der Kater ist auch am Start. Sehr schön. Der Katzenmann. Der Katzenmann hat Hunger. Ich glaube, der will Abendbrot, aber ich bin jetzt gerade im Aufräumwahn. Ich kann jetzt gerade kein Abendbrot geben. Hier haben wir ein kleines Nagel- und Kosmetikset von My Little Box. Da waren sie noch gut drauf. Das behalten wir. Und jetzt haben wir hier. Ich habe irgendwie eine Katze an der Nase. Jetzt haben wir hier Nagellacke. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, ich weiß, Katerchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, so schöne Nagellacke. Oh, wie schön ist der? Let's Party. Der ist so goldrot. Ich werde eh keinen Nagellack aussortieren. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich stelle die einfach mal vor mich. Also, ich muss jetzt nicht so tun, als wäre ich. Die absolute Aufräumqueen. Nein, ich habe keinen Geist, die Tür will nur aufgehen. Ja, klar. Mit UV-Lack überzogen halten die natürlich besser, das ist klar. Ja, stimmt. Ja, es geht nicht mit und nicht ohne Männer, da hast du absolut recht, Lydia. Mein Freund sagt auch immer, ich baue an wegen dem Zeug, was ich habe. Ja, wir bauen halt in die Höhe, ne? Wir bauen hier Regale an die Wände, um da Zeug drauf zu stellen. Vielleicht wird es mal wieder soweit. Vielleicht brauche ich mal wieder ein neues Regal. Dankeschön. Ich gebe mein Bestes mit dem Witzigsein. Ich versuche euch ein bisschen zu unterhalten, falls ihr heute einen nicht so schönen Tag habt oder so. Dann versuche ich euch ein bisschen aufzumuntern mit meinem Pseudo-Aufräumen hier. Hier haben wir so Stofftischchen. Da kann man Sachen reintun in Stofftäschchen. Ne, das mag ich vom Stoff her nicht. Das Stofftischchen kommt weg. Ansonsten, die bleiben für die Trash-Pakete. Wir haben schon einiges, also ich habe es jetzt verräumt. Ich überlege gerade, was man da in die Ecke stellen könnte. Ich weiß, was ich da hinstelle. Mein Koffer. Ja, der passt da mega hin. Aber vorher muss ich da saugen. Das ist super dreckig da. So.
Ja, ich hatte ja auch jahrelang Gelnägel, aber ich bin froh, dass ich jetzt keine mehr habe, weil ich keinen Bock habe, immer ins Studio zu latschen und so, dieses ganze Geraffel. So, hier haben wir noch ein bisschen Verpackungsmaterial. Da habe ich da eine Aufbewahrung für. Eine Hello Kitty Tasche. Aber die ist. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen vor der Spinne erschreckt, die da dran hing an der Tasche. Ich hoffe, das sah lustig aus. Wo ist die Spinne jetzt? Krabbelt die auf mir rum? Oh Jesus. Jesus Christus. Hab ich mich vor dieser blöden Spinne jetzt erschreckt? Die war gar nicht groß. Aber eine Spinne halt. Literally in my face. An dieser Tasche. Ey. Ja, schön. Muss man damit rechnen, wenn man so viel Spinnenweben hat, dass da auch mal eine Spinne irgendwo dazwischen ist, ne? So. Es regnet bei dir, Renate. Oh. Ja, ich saug die Ecke gleich. Dann können wir den Koffer da hinstellen. Ja, Spinne. Ich habe mich so erschrocken. Oh mein Gott. Spinnen gehen einfach nicht. Ich habe mir jetzt schon Spinnen tätowieren lassen, um mich selber zu therapieren, aber es hat nicht funktioniert. Scheinbar. Ja, einfach direkt umziehen. Ne, es war nur so ein Opa Langbein. Es war nicht so eine fette Schwarze. Dann würde ich auch nicht mehr hier sitzen. Nee, wir haben eigentlich nur so Opa Langbeins. Ich weiß nicht, kennt ihr die so diese klassischen Weberknechte? So, jetzt gucke ich mal, ob der Weberknecht noch an der Tasche sitzt. Weil sonst würde ich die Tasche nämlich. Nö, er ist weg. Er hat sich irgendwo anders. Also diese Tasche ist wirklich nicht mehr schön. Die schmeiße ich weg. Oh, ich schmeiße eine Tasche weg. Tatsächlich. So, die Tasche ist weg. Der Weberknecht auch. Wir können weitermachen. Hallo, Hochsensibelchen. Regeln finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, die Kiddies sitzen hier vor der Tür, maunzen und wollen Nassfutter. Die fangen keinen Spinnen. Lanisa ist die Mutige und macht die Spinne mal weg. Sehr schön. Sehr gut. So, wir haben. Ich kann euch ja mal den Zwischenstand zeigen. Wir haben jetzt in der Ecke schon ein bisschen Platz geschaffen. Ja, das machen wir jetzt gleich. Das ist meine Trashkiste. Den Spiegel setze ich, glaube ich, bei eBay Kleinanzeigen rein. Das ist dieser. Okay, jetzt nicht erschrecken. Da ist das andere Chaos. Hier ist so ein Spiegel, so ein schwarzer Spiegel von Ikea. Den habe ich mal geschenkt bekommen, als ich ein Regal abgeholt habe. Und seitdem steht er da. Also seit 2 Jahren ungefähr. Ja. Hallo Frau Stöpsel. Frau Stöpsel, ich habe die Karte heute bekommen. Oh mein Gott, was für eine unfassbar schöne Braut du warst. Wunderschön. Verrückt, wie schön. So, hier, Trashkiste. Das habe ich neulich erst aussortiert. Das, ja, das ist Trash. Das ist kein Trash. Das ist eine tote Spinne. Vor und voll die schöne Karte und voll der schöne Text und vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. So. Fuß- und Beincreme für Diabetiker habe ich hier noch. Aber die ist abgelaufen. Die kann auch im Müll. So. Der Rest sind so Reisegrößen, Shampoos und so. Das behalte ich alles.
Das ist so meine Reisegrößenabteilung hier. Ein Shampoo, ein bisschen Make-up, noch ein Shampoo, noch mehr Shampoo. Ah. Conditioner. Ich muss mal wieder. Es wird Zeit. Bald kommen wieder Trash-Pakete bei mir an. Da muss ich die schön voll machen. Vielleicht packe ich auch mal wieder eine Box für eBay. Und verschenken ein bisschen was. Weil, ja, viele Sachen sind schon gewandert und die wollte keiner haben. Zum Beispiel so Bubble-Creme-Masken, das will immer keiner haben. Ich glaube, die packe ich mal. Dann die Sonnenbrille. Oh, die ist aber cute. Die ist voll cute, die Sonnenbrille, die behalte ich. Ich habe Sehstärke und kann da nicht mal durchgucken, aber irgendwie. Nein, die steht mir auch nicht, ne? Nein, komm. Die ist auch nicht mehr ganz in Ordnung. Die kommt weg. Ah, das ist doof. Aussortieren ist scheiße. So. Die Palette von Revolution, die ist auch schon in jedem Trash-Paket, glaube ich, drin gewesen. Die wollte mal keiner haben. Dann verschenke ich die mal auf eBay. Hier ist noch so ein kleines Reiseportemonnaie. Das kann man eigentlich noch hier zu dem Trash tun. Oh mein Gott, so viel Trash. So viel Trash, so viel Trash. Trash. So. Nagellack. Packen wir. Wir packen jetzt zusammen ein Trash-Paket für eBay Kleinanzeigen und verschenken das. Hier die Nagellacke, die kommen da mit rein. Paar Haargummis kommen da mit rein. Lippenpflegestift, davon haben wir eh zu viel. Ein Primer. Primer? Ist der noch zu? Ist der noch überhaupt noch gut? Ah, der ist noch zu. Ja. Obwohl, den können wir hier in das Trashy lassen. Dann haben wir hier noch eine NYX-Lidschattenpalette. Ein Tuch. Ja, können wir da auch drin lassen. Oh. Hier ist so ein After Sun Spray. Das kommt auch mal damit rein. So, das will auch mal keiner haben. So. Dankeschön. Oh, ja, Nadine, kannst du später weitergucken. Live bin ich ja nicht die ganze Zeit. Schön, dass du dabei bist. Ich habe das Video heute auch geguckt von Nadine. Frau Wavy Hair Diary, hast du Interesse an der Palette? Möchtest du die haben? Ja, ist Wahnsinn, was man so alles ansammelt. Verschenkekiste vor die Tür stellen mache ich auch manchmal. Ja, aber ich bei Kosmetik stelle ich das gerne bei eBay Kleinanzeigen rein. Ich habe jetzt auch schon so zwei, drei Leute, die mir das immer abnehmen, gerne abnehmen, die sich da freuen. Und ja, genau. Da hat man dann so langsam seine Leute für Lashes. River Loves Me, Magnetic Lashes. Vielleicht will das ja noch jemand haben. Oh Jesus, was ist hier alles drin? Ein Pinsel. Noch mehr Lippenpflege. Was haben wir hier?
Eine unbenutzte Augenbrauenpomade von Reval de Loup. Die können wir eigentlich noch drin lassen. Tschüss, Contour und Strawberry Palette. So, das ist eine Box. Was haben wir hier noch? Ist das Herr Muffin? Das ist Herr Herr Muffin. Muffin Herr kommt nach Muffin muss Hause! aber auch gleich wieder los. Okay, kannst du die Katzen dann einmal füttern? Ja. Krieg ich noch einen Kuss? Nein. Nein! Ja, was schrullig. Das macht doch nichts. Wir räumen die Ecke hier auf. Die Community und Hallo ich. Community. Mein Muffin sagt Hallo Community. Ja, dann viel Spaß beim Aufräumen. Ja, danke. So, Katzenfutter. Ein Büdel. Ja. So. Ja, Nadines Videos sind auch immer richtig lang. Revolution-Qualität, gerade bei so Nude-Farben, finde ich die ganz in Ordnung. Also, da hast du matte, schimmernde und Glitzertöne drin. Alles, was das Nude-Herz begehrt. Kannst mir gerne sonst auf Instagram eine Nachricht schreiben, wenn du Interesse an der Palette hast. Manche sind gut, ja, stimmt. Manche sind gut, manche schlecht. Ach so, Herr Muffin, Einmal finden, ja. guck mal, ich habe hier ja noch Gardinen, ne? Ja. Guck, wie findest du die? Sieht gut aus. Für Schlafzimmer oder für hier? Damit sie blickdicht sind. Die sind ja blickdichter. Ja, Dann hier, dann oder? hier. Den Tisch Vielleicht. habe ich jetzt Oma geschenkt. Ach Ne, so. was immer. Die hat sich Okay. da nicht mal eingekriegt. Okay. Ja, hier passt eigentlich eh kein Tisch mehr Ja, es rein, war nur ne? so klein, aber sie möchte da ihre Orchideen drin pflanzen. Die kann ich nicht Ja. drehen. Aber... Vielleicht gibt es ja einen anderen Tisch für Nee, hier. das ist noch den. Gibt's noch Wollen wir dann einen? den anderen da noch machen? Ja. Und Ja. ja, vielleicht schaffen wir das mit den Gardinen ja heute Abend noch. Die da ranzuhängen. Und Ja. das kriegen wir woher? Okay. Und den Spiegel, den kann ich auf eBay verschenken oder verkaufen, oder willst du den auch Ich irgendwo brauche den nicht, aufhängen? danke. Nee, okay, alles klar. Ja, also habt ihr gehört, heute hängen wir die noch auf, heute Abend. Ja. Alle sagen Hallo, Herr Muffin. Ja, wir sind süß, ne? Seit 10 Jahren sind wir schon süß. 10 Jahre und 2 Monate. Ja, schreib mir mal bei Insta. So, die Ohrringe, die wollte irgendwie im Trash auch keiner haben. Die kommen dann auch mit in das Verschenkepaket mit rein. Dann habe ich hier noch eine schöne Box. Die Box habe ich selber mal geschenkt bekommen. Hier haben wir noch einen Crayon-Eyeliner. Mal gucken, ob der schon benutzt ist. Ja. Ja, 10 Jahre schon, genau. Der ist noch nicht benutzt. Schlieb! Bis später! Bis später! Ja, das ist so ein schwarzer. Kannst du das Licht im Flur wieder anmachen? Danke! So ein schwarzer Kohlkajal, der kann mit in das Verschenkepaket. So, jetzt haben wir hier noch diversen Schmuck. Und so ein Kästchen. Und Nagellack. P2. Oh, den kann ich nicht. Oh, den kann ich nicht hergeben. Und Sephora. Aber die zwei, die können weiter wandern. Ich weiß nicht, ob ich. Das ist ja eigentlich für Tee. Die beiden Lacke lasse ich weiter wandern in dem Verschenkepaket. Dann haben wir hier noch Schmuck von Bijou Brigitte. Und ein Glück ist die Summe schöner Momente.
Das könnten wir doch hier so hinhängen, oder? Oder hinstellen? Ja, das können wir doch hier so hinstellen. Das ist doch süß. So, dann haben wir hier noch ein paar Armbänder. Die Armbänder tue ich hier mit zu verschenken rein. Hier ist noch so eins mit so silbernen Perlen. Das werde ich auch nicht tragen. Die Haarspangen, die reißen mir die Haare aus. Die wollte auch nie jemand haben. Das tue ich alles hier so zu verschenken mit rein. Das Kistchen finde ich eigentlich ganz schön. Aber es hat jetzt auch zu lange da gelegen. Und ja, ich habe es einfach nicht genug beachtet. Ich würde sagen, das Kistchen werde ich vielleicht für 1-2 Euro bei eBay reinstellen oder meine Mutter noch mal fragen, weil die mag Tee. Und das scheint ja für Tee zu sein. Also kommt das hier hin. Und den Schmuck gucke ich mir noch mal kurz an. Ich bin ja so eine kleine Elster, ne? Ich bin ja so eine kleine Elster. Elster-Pupalster. So. Ach, das sind so Ringe. Das ist irgendwie cool, aber irgendwie habe ich es auch einfach nicht getragen. Und das sind Earcuffs. Earcuffs trage ich sowieso schon mal gar nicht. Also gut. Die Ringe und der Earcuff kommen auch hier rein. So. Dann haben wir hier noch Blümchen. Blümchen kommen auch mit in Trash. Glisscur Beauty Milk kommt auch mit ins Verschenke Teil. So, die kommt dahin. So, jetzt gucke ich mal, was ihr geschrieben habt. Ja, 10 Jahre schon, genau. Biene fehlt noch, Jenny fehlt noch und Nadine fehlt noch. Dann wäre die Glow Gang hier zusammen. Ja, aber ich backe ja nicht, Frau Wavy Hair Diary. Deswegen brauche ich das nicht aufheben. Ja, Marie Kondo soll sehr, sehr gut sein. Habe ich auch schon gehört, was Aussortieren angeht. Euer ganzer Tee wird da gar nicht reinpassen? Okay. Super. Dann habt ihr Tee auch aussortiert oder lieber nicht? Hier haben wir einen Lidschatten von Catrice, der ist schon ziemlich abgenudelt. Aber manche basteln damit noch, habe ich gehört. Einen Duft von Bruno Banani, den nimmt mir bestimmt jemand ab. Eine Dream Girl Palette, neu und unbenutzt, so eine Nude Palette von Make-up Obsession. Die kommt auch mal in ein Trash-Paket. Dann haben wir hier noch irgendwas. What the? Ein Make-up-Remover-Cookie. Oh Gott, ist das süß. Seit wann habe ich das? Ein Make-up-Remover-Cookie. Den behalte ich. Ein Make-up-Remover-Cookie. Oh, Leute, was ist denn hier los? Hier ist so eine Blechdose. Da sind so Nagelsachen drin. Nagelkleber, French Manicure, Schablonen. Das kann auch mal in ein Trash-Paket wandern. Vielleicht begeistert sich da noch jemand für. Eine Tüte. So ein Rucksack ist das. Wird auch zum Tauschen weitergegeben. Eine Travel Size. Oh, für Bodylotion, Cremes und so.
wo kommt das her? Aber ich habe es nie benutzt, ne? Ach, das tausche ich mal. Vielleicht will das ja noch jemand haben. Dann haben wir hier noch eine Sonnenbrille. Oh, oh, die ist so Regenbogen. Vielleicht will die Herr Muffin noch haben. Oh, ich will, dass Herr Muffin die aufsetzt. Bei mir steht sie wieder nicht so gut. Ich will, dass Herr Muffin die aufsetzt. Ich lege die Herr Muffin einfach ins Auto. Und wenn es wieder, Sonne ist, dann nimmt er die schon. Ich lege die in mein Auto. Auf jeden Fall bleibt die. Die ist geil. Die bleibt. Ah. Ist nicht schlimm, Frau Hochsensibelchen. Die ganze Früchtetee. Ah, hast du mal ins Lehrerzimmer gepackt? Ja, das ist sehr gut. Basteln mit Litern. Ja, es gibt Leute, die damit kreativ sind, habe ich gehört. Ja, in den Koffer, stimmt. Das ist eine gute Idee, aber dann sehe ich sie wieder nicht. Stimmt, für das Öl beim Kochen. Ist da was mit Sprüher dabei? Nein, leider nicht. Leider nein. Aber eine gute Idee. Ich liebe die Sonnenbrille auch. Die wird ihm bestimmt gut stehen, das denke ich allerdings auch. Hier ist noch so ein Pumpi. So eine Pumpi-Flasche. Habe ich auch nicht gebraucht. Und das ist jetzt so ein Travel Case für irgendein Gerät. Aber ich weiß nicht. Oder für keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist zu schön, um es wegzuschmeißen. Ich lasse es mal hier bei den ganzen Taschen und überlege mir gleich, was ich damit mache. Dann haben wir hier noch Hip Hair Color in Pink. Okay, ich habe es nicht gebraucht. Kommt auch zu den Trash-Sachen. Dann haben wir noch... Jetzt ist die Kiste gleich leer. Dann haben wir noch ein Anti-Schuppen-Shampoo. Ein Anti-Schuppen-Shampoo, eine grüne Palette, ein Conditioner von Olia und ein Paper-Parfüm. Genau, das sind die ganzen Trash-Sachen. Die liegen jetzt hier oben. Die will ich irgendwann mal tauschen gegen was Cooleres. So, jetzt haben wir hier eine Kiste frei. In die Kiste könnten die Weihnachtssachen. Oder wir schauen jetzt mal, was hier in den Schubladen noch so geht. Ich sitze hier mitten im Chaos, aber das ist egal. Eine Tüte Welcome to Greece ist von Kreta. Die geht nirgendwo hin. Dann kriege ich nämlich Ärger mit Hammerfen. Was haben wir hier? Eine Spinne! Geh raus! Geh doch woanders hin, Spinne. Sei doch woanders achtbeinig und eklig. Ich versuche sie mal Wo ist sie? Ich habe sie auf den Blick verloren. Ich stelle sie erstmal hier in die Ecke. Ja. Lassen wir die Spinne erstmal weggehen. Ja, aber die sieht so wichtig aus, die Tasche. Für Essig und Öl haben wir diese Plastik-Mopeds, die aussehen wie Senfdinger in Amerika. Okay.
Die Pinkbox liegt bei meiner Nachbarin und meine Nachbarin macht nicht auf. Ich kann sie noch nicht unboxen. Leider nicht. So, sind hier jetzt noch mehr Spinnen drin? Wisst ihr, was ich hier habe? Nippelpads in Form von Totenköpfen in Lila. Überraschen und verführen sie ihren Partner mit den Brustwarzenaufklebern von Ouch. Mit diesen trendy, das steht hier wirklich, trendy Brustwarzen-Pasties stehlen sie jederzeit die Show. Leben sie wie ein Star und fühlen sie sich super sexy. Durch die Klebeschichte einfach auf der Brustwarze zu befestigen und wieder zu entfernen. Wenn ich das in ein Trash-Paket mache, fliege ich da raus. Ja, meine Nachbarin ist schon ein bisschen alt. Entweder hört sie mich nicht oder sie schläft oder sie ist irgendwie einkaufen. Braucht jemand Nippelpads? Die sind zu schade zum Wegschmeißen. Die schmeiße ich auf gar keinen Fall weg. Oh, ich habe eine Briefmarke gefunden. 45 Cent. 45 Cent, eine Briefmarke mit einem Dinosaurier drauf. Nein, wie cool. 200 Jahre Museum für Naturkunde Berlin, 2010. Diese Briefmarke ist nur 14 Jahre alt. Wupp, wupp. Ja, Michelle, dann tue ich dir ins Trash-Paket. Das mache ich. So, dann haben wir hier eine USB-Output 5 Watt Power Adapter. Das darf man ja gar nicht wegschmeißen, ne? Ich weiß nicht, so Elektrokram, darf man das? Darf man gar nicht wegschmeißen, ne? Hier haben wir noch für den Fernseher oder für irgendwas, was wichtig aussieht. Und eine Schere. Scheren kann ich immer gebrauchen. So, dann tun wir mal in diesen unauffälligen Sack hier mal die Sachen rein, die ich so nicht wegschmeißen darf. Oh, ein Kreta-Stift. Nee, den darf ich auch nicht wegschmeißen. Eine Haarspange. Damit könnte ich noch Haare machen. Kommt hier hin. Hello Kitty, Taschentücher. Kann man immer gebrauchen. Ich lasse wieder langsam nach. So, die erste Schublade ist leer. Hier haben wir noch eine uralte Nagelfeile, die schmeiße ich mal weg. Wow. Wenn es so richtig Müll ist, dann kann ich es erst wegschmeißen. Merkt ihr es? Aha. 45 Cent Briefmarke muss sehr alt sein, ja, 14 Jahre. Ja, für Kabel und Akkus, deswegen werde ich die einfach Herrn Muffin in die Hand drücken und dann kann er da seine Kabel reinsortieren. Ach so, ja, okay. Nein, lieber nicht spoilern. Bitte nicht. Oh, ja, ich werde sie unboxen. Kommt alle zu mir und schaut mein Unboxing. Ah, sehr schön. Ich freue mich. So, wir haben schon die erste Schublade geleert. Dann werde ich mal hier mal ein bisschen grob auswischen. Und dann tue ich mal die Trash-Sachen da rein. In die obere Schublade. Dann habe ich das nämlich alles im Blick, was für Trash ich habe. Und dann kann ich was Schönes raussuchen für das jeweilige Paket, was dann auch passt. Ich weiß ja schon, wo die reingehen, die Patches. Sehr schön. Dauert das eigentlich noch lange, bis das Paket mich erreicht? Ja, das dauert noch ein bisschen.
bin, glaube ich, erst wieder in 3 Stationen dran, ne? Es geht doch zu. Es ist jetzt von Biene zu Michelle, dann zu Nadine und dann bin ich wieder dran. Ich habe ein paar Spoiler gesehen, aber ich habe es wieder vergessen, was da drin war. Ich glaube, so richtig vom Hocker gehauen hat es mich nicht. So. Packen wir den ganzen Trash mal hier rein. Noch zu? Nein. Das war ja klar, dass die Schublade nicht mehr zugeht. Das war so klar. So klar wie Kloßbrühe. Dann muss ich die Sachen halt so da drauf stapeln. So. So, all the trash, all the beautiful trash. So, jetzt habe ich eine schöne Trash-Schublade und eine Box wieder frei. Sehr, sehr gut. Ey, das ist, das läuft besser, als ich dachte. Tatsächlich. Oh. Ja. Und das war's mit dem Aussortieren. Nee, das Problem ist, ich schildere euch das Problem. Das ist schon eine sortierte Schublade da. Das da ist schon sortiert. Das ist nämlich mein ganzer Nagelstuff, wenn ich mir meine Nägel lackiere und so. Und was haben wir hier noch? Schnürsenkel in verschiedensten Ausführungen. Ja, also da könnte ich jetzt eine Box mit Nagellack voll machen. Ich stelle euch mal, so. Kann ich das noch ein bisschen höher machen? Ah, ja. So, es wackelt wieder ein bisschen, tut mir leid. So. Du hast Hunger, Frau Stöpsel. Ich hoffe auch, dass er bald heimkommt und dir was zu essen macht. Ob ich es schaffe, das alles aufzuräumen? Oh. Wahrscheinlich nicht. Also wir haben immer irgendwie Chaos hier in der Wohnung. Das wird sich auch nicht ändern. Ich bin einfach kein super ordentlicher Typ, der jetzt irgendwie so mega organisiert ist und so. Aber es wird langsam. Es war schon schlimmer, sagen wir es mal so. Zuckerfreien Energy. Den Grünen von Red Bull. Ja, sauer und zuckerfrei. Der weiße Monster. Okay. Ich trinke momentan den Spring, den Waldbeeren Zero von Red Bull. Den finde ich ganz gut, aber ich kenne niemanden sonst, der den gut findet. Ist auch irgendwie bezeichnend, ne? Ich habe mal eine Zeit lang immer so Lacke geschenkt bekommen von einer lieben Freundin von Avon. Aber das sind so
Gar nicht meine Farben. Wobei der. Nee, ist einfach nicht, ist nicht meine Farbe, so ein rosa. Wow, wir sind über eine Stunde live. Das ist crazy. Den gebe ich mal weg. Ich habe einen Nagellack aussortiert. Ich möchte Applaus. Tschüssi, liebe Lydia. Tschüssi. Schön, dass du da warst. So, dann haben wir hier noch so ein Pure Glitzer. Ist das noch gut? Ja. Aber benutze ich nicht so pure Glitzerlacke. Sortiere ich aus. Oh, der ist wiederum sehr schön. So ein Aquaton. Der darf bleiben. Der ist auch schön. Pink Glitzer. Der darf bleiben. Die Herzlacke bleiben sowieso. Da kann ich mich nicht von trennen. Das geht nicht. Schwarz, weiß und Überlack. Hier ist noch ein sehr geiles Orange-Rot von Avon, aber den sortiere ich aus. Hier ist noch einer von Revalde Loop, den sortiere ich aus. Noch ein Schwarz von Sally Hansen sortiere ich aus. Win Over Me, das ist ein Essilack, der bleibt. Ich kann doch Nagellack aussortieren. Wer hätte es gedacht? Aber die Essis nicht. Die Essis, nein, 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 nein. Also wir müssen jetzt nicht übertreiben, ne? So. Ja. Applaus, Applaus. Ja, das ist dann besser, wenn man nicht so viel hat. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Wenn man eh dazu neigt, zu vergessen, was man hat. Ich meine, ich bin ja nicht besser. Ich habe ja auch viel vergessen von, was ich so habe, aber. Tatsächlich kann ich mich jetzt nicht von allem trennen. So, das ist Be My Romeo. Habe ich den schon? Nee, den habe ich noch nicht. Den sortiere ich aus. Und den roten von Manhattan sortiere ich auch aus. Davon habe ich einfach genug. Habe ich genug? Nee, der ist ausgetrocknet, der kann weg. Oh, der ist schön. Ein goldener von Kiko. Ein Holo. Light it up, Nail Lacquer von Revalde Lubiang. Okay, wie alt ist der? Revalde Loop Young. Wie lange gibt es schon Reval Loves Me? Aber der ist schön und der ist auch noch gut. Den behalten wir, der ist holo. H&M. Ah, schwierig. H&M Nagellacke gibt es nicht mehr. Nee, die müssen hier bleiben. Der auch. Oh, P2. Oh, das muss auch bleiben.
Hier ist River Loves Me schon am Start. We Are Vegan. Das ist so ein Lila. Könnt ihr gar nicht sehen, ne? So ein Lila. Aber der kann gehen. Der P2 bleibt. Der Trended Up bleibt. Und dann muss der Muffin halt ein neues Regal anbringen. Das ist dann einfach so. Hier haben wir Clean and Strong von Essence. Und hier haben wir noch Glow Care. Ist der noch gut? Ja, der ist auch. Obwohl. Ja, den gebe ich nochmal weiter. Die beiden behalte ich. Ich habe von einer Methode gehört, die funktioniert so. Man legt sich zwei Sachen hin und muss entscheiden, welcher von beiden einem besser gefällt und den behält man dann. Und das geht aber nicht. Ich kann nicht von zweien, die so unterschiedlich sind, kann ich nicht einen weggeben. Ich kann mehrere nebeneinander legen und dann überlegen, welchen ich am liebsten behalten will. Ich habe hier zum Beispiel drei Rottöne. Aber die sind alle drei schön. Und ich muss gar nichts wegschmeißen. Ich bin erwachsen. Mich zwingt niemand. Außer mein eigener Verstand. Hypoallergenic Bell, ein Nagellack. Trage ich nicht, kann weg. So ein heller Farbton, das trage ich nicht, das weiß ich schon. Nochmal Hypoallergenic Bell. Und das Geile ist ja, du kannst Leute mit so verschenkter Kosmetik wirklich richtig glücklich machen. Die freuen sich in Keks. Hier nochmal. Noch ein Nagellack. Ein kleiner Nagellack und ein... Ich glaube, die beiden dürfen weg. Die sprechen mich jetzt nicht so an, obwohl der Lütte... Oh ne, der ist schön. Den behalte ich. Aber der von L'Oreal, der darf weiter wandern. Das ist bestimmt ein schöner Nagellack für die Füße im Sommer, aber den brauche ich nicht unbedingt. OPI bleibt auf jeden Fall bei mir. Und der darf mich verlassen, so Newton, OPI und der Astor, die bleiben. Danke dir auch einen schönen Abend, Frau Stöpsel. Ciao, Lanisa. Dankeschön. Ja, danke, Faye. Das glaube ich auch. Man muss ja nicht alles wegschmeißen. Und nachher bereut man das. Und oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Hier, Sunday Funday. Sunday Funday. Und hier haben wir nochmal H&M in Grau. Der bleibt. Sunday Funday bleibt. Und der Glow It Up hier von... Manhattan, wenn der noch gut ist, bleibt der auch, ja. Der ist nämlich sehr, sehr schön. Pink mit Glitzer. Was haben wir hier noch? Ein Shine Last and Go Absolut Pure. Kann man immer gebrauchen, so ein Klarlack. Hier haben wir noch einen von Avon in so einem Babyblau. Der darf weiter wandern. Der von Reval de Lupien darf auch weiter wandern. Der ist schön. Mosaic Fusion von Trended Up, der bleibt.
Wie lange ist dein Nagellack gut? Bis er entweder austrocknet oder die Farbe verliert. Ich glaube, 36 Monate steht auf den meisten drauf. Was steht hier drauf? 36 Monate steht drauf, aber ich würde sagen, dass Nagellack wesentlich länger gut ist. Das Orange-Rot hier heißt Divicious Red von Manhattan. Der darf weiterziehen. Lovefinity, der rote, der bleibt. Essence bleibt. Der kleine OPI, der bleibt. Der kleine Trended Up in Braun, der bleibt. Der Hello Summer, der ist schon auch sehr schön, von Lidl, der bleibt. Den stellen wir mal hier rein, ob das passt. Boah. Ja, so gerade so. Jetzt geht die Dings nicht mehr zu. Ich fasse es nicht. Oh. Struggle is real. Ich kipp das jetzt einfach mal aus. Hier sind noch mehr Herzlacke drin. Die packe ich mal hier mit rein. Ah, ich habe noch Lippenpflegestifte gefunden. Die hatte ich mal gesucht. Banana Lipstick Balm von Action. Kommen weg. Hier sind noch ein paar Herzluckys. Ich liebe Herzluck. Ich sammle Herzluck. Herzluck ist einer meiner Lieblingslacke. Olotaco und Herzluck eigentlich. Und Essie. So, können wir das hier reinstellen? Ah, okay. Okay, es wird. Es wird langsam. Okay, dann stellen wir die hier drauf. Und da gucken wir mal, was da alles noch bleiben darf. Ah, der darf bleiben. Ja, ich liebe Nagellack zwar, aber man muss nicht 1000 verschiedene Rottöne haben in meiner Welt. Und ich habe schon genug Rottöne behalten. Apropos, hier behalten wir noch einen und noch ein schönes Pink. So. Oh, das ist LE hier. Moving Leaves von Catrice, den behalten wir. LE ist immer schwierig für mich auszusortieren. So.
Ja, es gibt auch Banane-Haarzeug davon, von Action. Das finde ich auch gut. Das ist so ein Retro-Orange, das behalten wir auch. Den behalten wir. Den Bling-Bling. Nee, den nicht. Den ja. Scheineffekt, ja, den behalten wir. Das ist Roberts Redford, den behalten wir auf jeden Fall. Diese Spielereien mit den Lacknamen von Catrice, das haben sie, glaube ich, aufgehört. Das fand ich so cool. Hier haben wir noch einen kleinen Essie Naughty Nautical. Den behalten wir auch. Hier ist, oh, der ist schön von Alessandro. So ein orange Sonnenuntergangsnagellack. Den behalten wir. Tea and Crumpets von Essie. Es wird kein Essie-Nagellack aussortiert, es sei denn, man hat ihn doppelt und will ihn nicht doppelt haben. So, hier haben wir nochmal Manhattan und Maybelline. Boho Babe. Ah, der ist schon sehr schön. Der bleibt. Und der bleibt auch. Das sind so lila Töne. Die bleiben beide. Hier haben wir noch einen von Kiko. Das sieht man aus nach so einem Rosa mit Goldglanz. Nee, kann ich ihm mitgeben. Brauche ich nicht behalten. Der von Kiko. Nö, ist auch so ein Standardrot. Brauche ich auch nicht. Oh ja, H&M wieder. Bleibt hier. Catrice und Kiko. Schauen wir mal. Der Catrice, der bleibt. Und der Kiko darf auch bleiben. Die dürfen beide bleiben. Oh, das ist hier Revel the Red von Catrice. Nö, ist so ein Pinkrot, der darf weiter wandern. Oh, ein Herz Lucky. Der bleibt. Oh, ein Licht für. Geht das noch? Fürs Handy. Nö, schade. Das war so ein Kamera. Licht von Beauty Bay. Aber ich glaube, da kann man auch die Batterien nicht tauschen. Schade. Dann haben wir einmal Müll. So, ein Expressi, der bleibt. Ein Trend It Up lila Pink Magenta. Hallo, lieber Juli. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für 31 Däumchen nach oben. Ihr seid spitze. Vielen Dank. So, Color Show. Blush Nudes. Und hier so ein Kiko. Nee, das ist Essence. Good Luck Charm. Die dürfen bleiben. Du. Technik. Der kann weiter wandern. Hier ist noch einer von Technik. Die dürfen beide weiter wandern. Dann haben wir hier noch, oh, der ist süß, mit einem Gesicht drauf. Ja, ich freue mich. Dann konzentriere dich mal schön auf die Straße. Guten Abend, Christina. Schön, dass du da bist. Der Bling-Bling, den sortieren wir aus. So, jetzt haben wir hier noch eine Handvoll. Schauen wir mal, was mit denen ist. Fast alles Rottöne. Mal gucken. So, noch eine Kiste. Geleert. Das könnte eigentlich meine Weihnachtskiste werden. Da könnte ich meine Weihnachtshaarreifen. Oh,
Weihnachtshaarreife reintun. So. Passt der da rein? Ja. So, hier ist noch ein Tampon. Den brauchen wir jetzt nicht. So. Also, hier haben wir Catrice Moody Plum. Der ist mit diesem Holzdeckel, den behalten wir. Hier haben wir was Ausgetrocknetes. Das kommt in den Müll. Oh, der ist auch schön. So ein Glitzernder von Catrice. Noch so ein Glitzerkram von Catrice. Ein Elfnagellack. Okay. Ich glaube, ich habe sonst keinen Elfnagellack, aber die Farbe gefällt mir nicht so gut. Der Pinsel. Naja, nee. Ach, den Elfnagellack, den sortieren wir aus. Der toucht mich jetzt nicht so. Hier haben wir noch einen von Trinidad. Ein P2 Easy Gel und einen Essence in Braun, den behalten wir. Und ein Easy Gel von P2. Oh Gott, der ist bestimmt 100 Jahre alt. Aber der ist noch gut. Ist noch flüssig. Den behalten wir auch. So, jetzt haben wir die Nagelschublade fertig. Da drüber ist die Trash-Schublade fertig. Dann habe ich hier noch diese Aufbewahrung. Die gucken wir uns jetzt nochmal zusammen an, was da Schönes drin ist. Hier sind Tunnel drin, die behalte ich. Eine Creme und ein Deo, 100 Jahre alt, genau wie diese Lutschtabletten, die schmeißen wir alle weg. Das ist alles alter Kram. Hier noch mehr Briefmarken, 70 Cent. Ein Tag von meinem Edeka-Pullover, kann weg. Oh, süße Hello Kitty-Sticker, die behalten wir. Ein Love Washi-Tape, aber das ist schon so vergilbt. Kann man noch als Klebeband benutzen, behalten wir. Eine Kette behalten wir. Irgendwas für den BH. Verlängerungsträger für den BH, glaube ich. Das kann auch in Müll. Ein Dude Patch behalten wir. Ein Kropfband könnte vielleicht noch getauscht werden. Oh, Batterien. Die sehen auch noch gut aus. Die Klammer schmeiße ich mal weg. Die Pflaster schmeiße ich mal weg. Dann haben wir hier noch so einen Stift. Oh, ein Füller. Okay, Stifte kann man nie genug haben. Packen wir mal da rein. Stift. Ah, Piercing. Ersatzpiercing. Behalten wir. Haargummis behalten wir. Noch mehr Washi-Tape. Darf bleiben. Alte, gammelige Haarspangen können weg. Und die Batterien, ich denke mal, dass die nicht mehr gut sind. Die müssen ja extra entsorgt werden. Jetzt habe ich so eine Aufbewahrung frei. Da könnte man noch irgendwas reintun. Mal gucken. Ui, so. Genau. Ihr Lieben, ihr habt mich jetzt so tapfer begleitet beim Aussortieren und beim Aufräumen. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich begleitet habt. Und wir haben jetzt in den 1,5 Stunden auch echt viel geschafft. Finde ich richtig klasse. Beim nächsten Mal nehme ich euch wieder mit. Jetzt würde ich erstmal einen Break machen, denke ich mal. Ich habe auch Durst und würde langsam mal, ja, also was trinken wollen.
Ich zeige euch jetzt mal die Ecke, wie sie jetzt aussieht. So sieht die Ecke jetzt aus. Da wird natürlich noch gefegt. Und dann kommt da der Koffer hin. Und dann kümmere ich mich mal um die Sachen, die noch zu eBay Kleinanzeigen sollen. Vielleicht kriege ich es ja hin, dass ich die diese Woche noch loswerde. Das wäre ja ganz cool. Und ja. Dankeschön. Aber ihr wart ja bei mir und habt mir geholfen beim Aussortieren. Ihr wart richtig gut. Es war richtig cool mit euch. Hallo Jens. Ja, leider bin ich jetzt schon am Ende. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ihr seid so süß. Dankeschön. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und hoffe, es hat euch gefallen und es war sehr schön mit euch. Ja, wir haben es jetzt ja auch schon 6:10 und ja, ihr Lieben, wir sehen uns ganz bald wieder, spätestens morgen zum neuen Video. Genau, Herr Maffen und ich wollten heute noch ein Video drehen für morgen. Es war sehr schön. Vielen Dank, dass ihr für Aufräumen abgestimmt habt. Die Ecke sieht jetzt wieder besser aus und ja, vielen lieben Dank. Bis bald. Tschüssi.